Wir sind von Anfang an zu Beginn der Elektrotechnik dabei gewesen und als westfälisches Unternehmen ist das für uns ein Heimspiel. Wir sind gerne in Dortmund, wir kennen und lieben den Menschenschlag, weil wir von der gleichen Sorte sind. Und die Quantität der Besucher, vor allen Dingen auch die fachliche Kompetenz, die Qualität der Besucher, die ist schon was Besonderes und da gehört es einfach dazu, dabei zu sein. Die Elektroindustrie hat gezeigt, wie robust sie ist und das ist sie nicht allein, sondern ist es mit unseren Freunden im Handwerk, hat sie auch die Krise von 2009 gut überwunden und wir haben 2011 doch alle gute Zahlen vorzuweisen. Ich denke auch, dass das bis ins nächste Jahr gut hineinreicht, weil die Planungen für Gebäude, für Automatisierung und so weiter in den letzten Monaten schon entschieden sind. Und die lässt man nicht in der Schublade. Es gab ja auch einen Investitionsstau. Und insofern bin ich auch überzeugt, dass wir ein mindestens so gutes, wenn nicht sogar besseres, wovon ich überzeugt bin, 2012 bekommen. Am liebsten stellen wir aus unsere Stecker und Steckdosen. Das gehört zusammen, wie die Menschen zusammengehören. Und da haben wir, glaube ich, einige, wie heißt das, in Westfalen Features vorzuweisen mit unserer Programmpalette, die Qualität. Und das neue Geschäft ist die Elektromobilität, haben sich viele drauf gestürzt und bin ganz stolz auf meine Mitarbeiter, die den Stecker, den Typ 2, Freunde sagen Manage-Stecker, erfunden haben, der auch von vielen jetzt nachgemacht wird und der ganz gute Gründe hat, europäisch, damit auch weltweit genormt zu werden.